vergessen? Nee. Lang gehe, passiert nichts. Ja? Oh, geht auch. Sehr schön. Gary! Miau, miau! Was denn jetzt? Wow, ein Bungee-Sprung für einen goldenen Pfannenwender. Ich glaube, ich bin im Das Himmel. Ist der in dem, wo ich nicht ins Wasser, Himmel, wo ich nicht ins Wasser hüpfen wollte, glaube ich, gell? Kann das sein? Guck mal, jetzt muss man rauskriegen. So, was? Das ist ein Bungee-Sprung. SpongeBob kann hier einen Bungee-Sprung machen. Um von dem Bungee-Haken einen Bungee-Sprung zu machen, musst du lediglich dort hinspringen und ihn berühren. Drücke die A-Taste, um nach unten zu sausen. Verlassen kannst du den Bungee-Haken, indem du die B-Taste drückst. Okay, das ist mein Untergang. An der Unterhose. Boing! Hab dich! Gelben hätte ich noch gerne. Ah, okay, habe ich. Und jetzt muss ich hier irgendwie wegkommen. Yes! Nummer 3. 3, gell? 3, ja. Sehr schön. Perfekt. Lass noch so ein blaues Ding. Komm ich hier hoch? Nee. Unterhosen brauchen keine. Also Schalter. Manchmal ist es total befriedigend, einfach einen Knopf zu drücken. Drück, ja. Drück, drück, drück. Checkpoint. Hab ich irgendwas vergessen? Nö, ne? Was sind das für Jungs? Ich sehe schon, komm. Jetzt wird's gleich blöd. Bam! Monsterkeule. Ja, super. Okay. Was ist denn das? Okay, da muss ich nur schnell genug sein, dann geht's. Warte mal, jetzt muss ich hier gerade mal kurz einen Überblick. Da ist ein Sockel. Wie komme ich da hin? Über die Blumen da, oder? Alter. Okay, da hinten irgendwo. Oh, das war knapp. Ich noch alle? Ja. Warte mal gerade. Erstmal Richtung drüben. Und dann Richtung gelb. Machen. Walli! Oben ist noch was. Ist hier oben auch noch was? Nee. Warte mal, komm ich von hier auf die Blumen drauf? Nee. Wäre ja auch so schön gewesen. Blaue Quallen. Lass mir das was sagen. Hier ist noch eine Unterhose. Was bist du? Fußabdrücke. SpongeBob muss das Blasenbowling beherrschen, um dieses Spiel spielen zu können. Okay. Blasenbowling kann ich nicht. Was soll ich hier machen? Nee.
Und wahrscheinlich irgendwas abschießen, dann nehme ich mal an, das lerne ich vielleicht noch. Da will ich da runter? Ne, lieber nicht. Oder? Eine Höhle? Ne. Es glänzt. Ja, super. Sag mal, wo sind denn jetzt hier die... Okay, die scheinen nicht schwieriger zu sein als die anderen auch. Ich will noch irgendwas mehr. Okay, dann kommen wir auch an hier selbst. Schenke öffnen ist klasse. So ruhig hier gerade, so keine Roboter und so. Mega Kombi, super Mega Kombi und Monster Kombi. Da gibt es auch wieder nur eine Unterhose. Unterhosen braucht man nicht. So, was gibt's hier? Das ist Schlamm. Okay, das kennen wir ja schon eigentlich. Und wieder finden. Ach, das ist wieder so ein... Nimm das! Ja, so schwer ist es nicht, wenn man den richtigen Zeitpunkt erwischt. Oder die zwei jetzt. Ach nö. Nee, das mache ich nicht. Ui. Unten kann ich eigentlich nur auf Sand fallen, aber da falle ich wahrscheinlich trotzdem ins Leere. Okay. Hau ab. Jetzt bräuchte ich eine Unterhose. Ich bin nämlich gerade reingeschissen. Oh, das ist ja auch genau meins, gell? Warte mal, ich hole mir erstmal hier die... Ja, genau. Alter. So, jetzt. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Warte mal, hier will ich gar nicht lang. Ich will ja eigentlich erstmal da drüben zu das... Das wird eh nichts. Freue ich mich jetzt schon drauf. Das wird nichts. Patrick freut sich sicher, das zurückzubekommen. Ja, das glaube ich auch. Dann Dinge einsammeln. Was ist denn das da für eine... Und das hier? Was genau? Will ich es wissen? Nee. Jetzt hier hin. Ah, wieder retour. Okay, schön. So, die Socke haben wir. Dann können wir eigentlich jetzt hier in die Richtung. So, was hier? Die Maschine, die dort schnaubt und zischt, ist ein Duplikatron 1000. Der D1000 produziert weiterhin Roboter, bis er zerstört wird. Sei aber vorsichtig, sonst knallt es ordentlich. Ja, ich hab's befürchtet. Genau meine Größe. Ach, da muss man auch noch weggehen. Okay. Hat ja Glück, dass das so rein intuitiv passiert ist. So, jetzt ist hier ein Knopf. Pfannwender! Ich komme. Vier. Yes. Was genau bist du hier? Hier geht's nicht weiter. Doch. Was jetzt? Wow, Meerjungfrau-Mann! Ich habe alle deine Comics, Spielzeuge und deinen Briefverkehr! Was? Was?
Ach ja, das ist dieser Schwarmjunge. Also, was sollte ich dir noch sagen? Dass Patrick von Robotern umzingelt ist und meine Hilfe braucht. Nein. Ich glaube, es ging darum, dass meine Füße massiert werden sollten. Ja, genau. Also, wenn eine Fußmassage bei dir hilft, Patrick zu retten, dann muss ich das wohl machen. Hilfe! Die machen, dass ich mich selbst haue! Was? Die Fußmassage funktioniert wohl nicht. Ich sollte mir einen direkteren Ansatz überlegen. Meine Zehennägel schneiden? Patrick, ich komme! Danke, SpongeBob. Hier gibt's eine Teleportkiste. So, was bist du denn hier? Das ist eine Rutsche. Wenn SpongeBob oder Patrick oder Sandy hieße auf eine Rutsche springt, geht es den Abhang mit hydrodynamischer Geschwindigkeit hinunter. Okay, machen wir, aber erst den Tiki hier noch ab. So, dann los geht's. Es glänzt. Komm ich da hoch? Ja. Ach nee, das ist auch nur noch eine Rutsche. Ja. Ah, hier gibt's eine Socke. Wo bin ich? Das war massiv viel Spaß. Das sollte ich irgendwann noch mal machen. Komm ich... Ja, das sollte ich auch noch mal machen, weil sonst komme ich da oben nicht an die Socke, glaube ich, oder? Kann das sein? Wir probieren mal den Teleporter aus. Alter, der macht das mit der Zunge, das sehe ich ja jetzt erst. Yeah. So, jetzt gehen wir mal links runter. Okay, selbe Spiel in grün. Nee, ich komme da gar nicht drauf. Dann kommt das wahrscheinlich irgendwo anders noch. Checkpoint! Du musst zu Patrick, um ihm zu helfen, aber er ist unerreichbar. Vielleicht erzeugen diese Schalter einen Weg. Sie werden von den Robotern schwer bewacht. Oder steht jedes Mal so eine... Du musst dich durchkämpfen. Da steht jedes Mal so eine Robotermaschine. Super. Das sind drei Stück. Ja, fangen wir links an, oder? Genau meine Größe. Hat uns die Unterhose gefehlt? Manchmal ist es total befriedigend, einfach einen Knopf zu drücken. Ist ja wieder ein Roboter. Drück, 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 drück. Ja, super. Nennt mich auch Schwamminator. Stimmt, sie kommen ja immer wieder. Textbücher. Noch alle Unterhosen? Ja. So, jetzt noch die... Wo ist denn die dritte Maschine? Da oben. Okay, da muss ich da hinten rum. Ouch. Aua! Ach, hier ist wieder eine Unterhose. Sehr schön. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Oh, und da kann ich jetzt zu Patrick. Hier lang. SpongeBob! Hey, Patrick! Oh, ein Glück bist du in Sicherheit, Patrick. Ja, natürlich, SpongeBob. Warum sollte ich es nicht sein?
Naja, die Roboter und die... Ach ja, das hier habe ich für dich gefunden. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber es sieht wichtig aus. Eine Pipette. Danke, Patrick. Ich sag dir was, diese Herumrennerei hat mich total erschöpft. Warum machst du nicht ein bisschen weiter? Kann ich jetzt mit Patrick spielen? Okay. Ja, geil. Also, Junge! Patrick spielt jetzt Patrick. Und er zieht die Unterhosen vom SpongeBob an. So, was bist du? Das ist eine Wurffrucht. Patrick kann eine Wurffrucht aufnehmen und werfen. Drücke B, um eine Wurffrucht aufzunehmen, die in der Nähe liegt, und drücke die Taste erneut, um die Frucht zu werfen. Mit Wurffrüchten kannst du Schalter drücken, Tikis zerstören oder Roboter beschädigen. Aber nutze sie zügig, denn Wurffrüchte verderben nach ein paar Sekunden. Ja, super, das wäre wieder genau meins. Was? B? B. Okay, das war simpel. Kombi. Patrick kann auch Tikis aufnehmen und werfen, aber nur Tikis, auf denen keine anderen Tikis stehen. Ah ja. Was mache ich denn mit dem? Der. Wie passend. Der schiebt mit seinem Bauch voran. Was bist denn du hier für eine. Hier fährt ein Bus. Hier kann ich einen Charakter wechseln. Okay, das will ich nicht. Das ist eine Bushaltestelle. An der Bushaltestelle kannst du zwischen SpongeBob und Patrick wechseln. Nö, will ich jetzt aber gerade gar nicht. Was ist denn hier hinten noch? Wege. Ja, nee. So, Tikis kann ich aufwerfen. Los geht's! Was denn jetzt? Hä? Warte mal. Patrick kann die Frucht die Treppe hochwerfen und die Treppe dann hochgehen, die Frucht aufnehmen und sie erneut werfen. Aber er muss sich beeilen, sonst verdirbt sie. Ach so, und deswegen ging das mit dem Tiki gerade nicht. Gut, dann mach ich Tiki. Oh, in jedem steckt ein Geschenk! Oh. Wie viele davon muss ich denn tragen? So, jetzt wieder aufnehmen und jetzt Schalter. Nein, nochmal aufnehmen. Oh, schnell. Jetzt. Oh, da hat er schon geblinkt. Die Sau. So, was jetzt? Dies ist eine spezielle Patrick-Wippe, die nur Patrick nutzen kann. Lass Patrick eine Wurffrucht aufnehmen und sich auf die rosa Seesternseite stellen und dann die Frucht auf die Zielseite werfen. Patrick wird dann auf die andere Seite des Sees geschleudert. Ah ja, Checkpoint. Oh, oh. Das ist ein Donner-Tiki. Wenn Patrick ihn berührt, zieht ein Sturm auf. Nach ein paar Sekunden kracht es. Sei besser nicht in der Nähe, wenn es kracht. Das waren die von eben, oder? Ja, das sind ganz viele. Was ist denn das jetzt schon wieder für eine Blume? Haben wir hier so einen Rundschlag? Ah, cool. Alle explodiert. Was denn jetzt? Was will ich denn hier? War ich ja schon. Okay. Dann halt eben so. Nochmal springen, springen, springen. Warte mal, was bist denn du? Patrick kann einen Donner-Tiki aufnehmen und werfen, genau wie andere Tikis, aber diese sollte er besser schnell werfen. Okay. Hey, du Sprottenkopf! Pass auf, wo du hingehst! Hätte ich dich beinahe zerdrückt. Der Fels spricht mit mir. Oh, mächtiger Fels, ich stehe dir zu Diensten! Oh, ich muss dringend los. Hier unten, du großer rosa Seeochse! Ah, hallo Plankton. Wirst du mich heute pulverisieren? Die Versuchung ist groß. Leider bin ich in der beklagenswerten Position, dir helfen zu müssen. Was? Ich war gestern auch in einer beklagenswerten Position. Und jetzt tut mein Nacken weh.
Clay. Hör meine Worte, mein großer künftiger Handlanger. Geh in die Quallenhöhle. Folge den Anweisungen auf den Schildern dort. Am Ende der Höhle wirst du immer noch ein großer rosa Idiot sein, aber du wirst genug wissen, um die Roboter zu besiegen und mich wieder zum Abfalleimer bringen zu können. Und dann pulverisierst du mich? Vielleicht verschone ich dein Leben und zwinge dich zur Arbeit in meinem Ausbeuterbetrieb, wo du billige Portemonnaie-Imitate herstellen musst. Oh, vielen Dank!